Hallo, grüß euch. Heute habe ich eine kleine Jelly Printing Session für euch. Und zwar möchte ich ein paar Frühlingspapiere gestalten. Und da möchte ich mal ausprobieren, wie die Blumenstempel aus unserem neuen Pencil Max Nummer 7 Stempelset auf der Jelly Plate funktionieren. Und dazu habe ich jetzt einfach mal die Acrylfarbe nur teilweise auf meine Jelly Plate aufgetragen mit dem Farbroller. Und jetzt nehme ich die Acrylfarbe und Stempel von dort aus weg einfach mal über die Platte hin und wieder mache ich den Stempel sauber auf dem Papier, damit da nicht zu viel Farbe dran ist und damit der Stempel auch wieder ein bisschen Farbe aufnimmt, wenn man in Bereiche geht, wo Acrylfarbe drauf ist. Das Video ist halt nicht ganz so lang. Ich habe insgesamt über 40 Minuten Jelly Printing Session gehabt. Aber es ist leider immer so auf YouTube, wenn man ein zu langes Video hochlädt, kommt es nicht so gut an. Und es kostet auch unheimlich viel Zeit, das zu vertonen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass ich das doppelt vertone. Also ich habe einen englischen Kanal auch noch. Das heißt, ich mache das alles zweimal. Und das dauert einfach. Und deswegen habe ich mir entschieden, dass ich einfach zwei Videos draus mache. So ein bisschen thematisch unterschiedlich sind die. Und halt machen wir eben ein paar Frühlingspapiere. Ich druck auch wieder im Skizzenbuch, also in den Sketchbooks, die ich beim letzten Mal auch schon verwendet habe, damit die endlich mal voll wären. Ich habe nicht mehr so viele Seiten übrig. Und ich habe mir, als ich beim letzte Mal beim Action war, A4 Sketchblock mitgenommen, auch spiralgebunden mit 130er Zeichenpapier. Ich weiß jetzt nicht, ob es funktioniert. Ich glaube, das ist so ähnliches Papier wie in dem kleinen A6 Buch. Aber ich möchte versuchen, also sobald jetzt hier meine Sketchbooks voll sind, ob dieser Block auch taugt für die Jelly Plate. Es wäre natürlich ein bisschen ein Preisersparnis. Und außerdem ist das Papier beim Action eben nur 130er Grammatur, was relativ dünn ist. Und dadurch für Collagen halt wirklich super geeignet. Da bin ich mal gespannt. Das wird auf jeden Fall irgendwann in der nahen Zukunft ja, wahrscheinlich ein Video dazu geben. Wenn es überhaupt nicht geht, dann mache ich wahrscheinlich kein Video. Der Druck gefällt mir total gut, der da jetzt rauskommt. Ich finde, dass die Blumen sich super eignen für die Jelly Plate und ich werde definitiv nur mal ein paar Prints damit machen. Und gerade für Sommer und Frühling jetzt sind die ja optimal. Für den zweiten Druck, da mache ich es ähnlich. Ich trage ein bisschen mehr Farbe auf. Ich glaube, dass ich die Farbe, dass das keine Farbe aus der Tube ist, sondern dass ich die selber gemischt habe. Und ich meine, dass ich das im letzten Video sogar gezeigt habe, wie ich diese Farbe mische oder dass ich gesagt habe, welches Mischungsverhältnis ich da hergenommen habe. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich denke, das ist eine Mischung aus diesem Emerald Green, Acrylfarbe, so Dalo Green mit Primärgelb und Weiß, beziehungsweise vielleicht auch mit dem Titan Buff, also mit diesem Off-Weiß, damit ich so ein Türkis kriege. Und ich glaube aber, dass ich im letzten Jelly Printing Video diese Farben schon verwendet habe. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut es einfach mal auf meinem Kanal, war erst vor kurzem. Hier gehe ich jetzt dazu. Ich denke, das ist das Naples Yellow Reddish von Amsterdam. Ich mag diese Pastelltöne total gern, die es da gibt. Vor allem, es gibt relativ viele fast weiße Farben, also sehr helle Farben. Und die eignen sich eben super als Alternative zum normalen Weiß. Und ich finde, das ist weiß, erschlägt einen oft so oder ist oft so intensiv. Und ich finde dann so Off-Weiß ist manchmal ein bisschen besser. Hier habe ich jetzt nur Neon Pink mit drauf gemischt. Und das ist wirklich so was, was ich total gern verwende. Ist nicht pur und nicht total extrem im Übermaß.
aber ich finde eigentlich Sachen, wo so irgendwo Neonpink mit im Hintergrund ist oder irgendwo sowas mitspielt und die nimmst du da total gern im Sketchbook her. So ein bisschen, wenn die paar Seiten manchmal so Vorgrund hier oder irgendwas drauf mal schon, wenn da so Neonpink mit dabei ist und dann später scheint es noch an manchen Stellen so hervor, das ja, gefällt mir gut. Also ich finde, das schaut irgendwie toll aus und deswegen nehme ich das ja ganz gern bei der Jellyplate mit her, weil man dann später, wenn man eine Collage macht oder so, einfach da so ein Schnipsel mit verwenden kann, wo so ein bisschen Pink mit dabei ist. Und ich finde, der Druck ist echt total schick geworden. Dieses Rosa ist das venezianisch Rosa von Amsterdam auch. Ich glaube, dass sie in dem Video quasi nur Amsterdam-Farben verwendet. Das sind einfach meine Lieblingsfarben für die Jellyplate und davon habe ich auch die meisten. Also ja, ist das ganz normal, dass ich die am meisten hernehme. Diesen Druck finde ich so ein bisschen langweilig, wobei man sagen muss, dass man also ein bisschen einfachere, nicht zu so kontrastreiche und aufregende Papiere oft mal braucht, um eben das Bunte ein bisschen auszubalancieren. Ich habe da jetzt, glaube ich, schon ein bisschen was anderes weitergedruckt, aber auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, ich möchte mit einem anderen Stempel ein paar mehr neutralere Hintergründe machen, beziehungsweise einfarbige Hintergründe mit ja, relativ schlichten Muster. Und zwar möchte ich da diesen Gitterstempel verwenden, also diesen Kariertstempel von dem Pencil, nein, nicht Pencil Max, Mixed Media Max Stempelset. Da habe ich früher schon relativ häufig Drucke mitgemacht und die nehme ich auch sehr, sehr häufig her. Und da habe ich eigentlich fast nichts mehr. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich ein paar. Ja, weil der ist irgendwie, den kann man einfach immer verwenden. Der ist recht neutral, kann man mit jeder Farbe machen. Man kann ihn natürlich auch in bunt gestalten, wenn man möchte. Ich habe jetzt halt mir entschlossen, dass ich ihn einfach in verschiedene Farbtöne mache. Nicht sehr bunt, sondern eher so ein bisschen hell und dunkel. Und da habe ich das Grün, Blau-Grün, Grün-Blau, wie auch immer, von Amsterdam verwendet. Und das vermische ich hier, glaube ich, mit dem Titan. Buff, Titan Buff, ich weiß jetzt nicht, wie die Farben alle auf Deutsch heißen. Und da habe ich es also gemacht. Ich habe den Stempel in die Acrylfarbe getaucht und es dann auf den Bereich abgestempelt, der noch keine Acrylfarbe drauf hat. So hat man das Muster in verschiedenen Varianten auf der Jellyplate. Ah ja, da habe ich schon einen Druck gemacht und dann habe ich mir gedacht, ich nehme das jetzt noch auf, damit sie einfach seht. Ja, wie der Hintergrund damit ausschaut.
Hier mache ich den ganzen Druck nochmal so ähnlich in Pink. Ja, damit man einfach ein bisschen eine Auswahl hat. Und das war schon für heute. Ich habe hier bei dem am Ende nochmal Fotos von den ganzen Prints. Ich habe einmal den türkisen nur dazu, da, den sehr kurz gesehen habt. Den habe ich eigentlich ziemlich ähnlich gemacht wie den blauen und den pinken. Und ja, das war mein Video für heute. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen inspirieren können. Und dann wünsche ich euch ein ganz schönes Wochenende. Pfiat euch!